Yo Leute, willkommen zurück zu einer Folge Soda Dungeon 2. Wir sind hier bei diesem Boss-Gegner. Ich kämpfe hier seit etwa, 10 Minuten bestimmt. Wirklich komplett aktiv selber, ohne irgendwie Autokampf oder so. Das Lästige an diesem Gegner ist wieder einmal, wenn wir ihn angreifen, dann fängt er an zu heilen mit 4.000 bis 6.000. Und wenn wir ihn angreifen, machen beide unglaublich viel Damage. Ziel Nummer 1 ist es also, dieses hässliche Drecksding hier loszuwerden. Naja, leider bringt mir das nichts, weil ich muss erstmal beide hochheilen. Oder alle hochheilen, sonst sterben die. Pyroblasts, let's go! Und weg mit dir, du Mistding! Okay, jetzt ist es eigentlich easy. Jetzt dürfte es kein Problem mehr sein. Jetzt heilen wir uns auch alle komplett hoch. Wir haben immer zwei Healer, jetzt sind nicht immer zwei dabei, was sehr praktisch ist. Und das war's eigentlich gewesen, weil er kann... ich hätte jetzt Dings machen sollen, dieses Markieren. Ne, wir heilen mal mit beiden, ist okay. Der macht mit der Flut einfach zu viel Schaden an allen. Markieren. 1,5-fach Schaden. Zack, zack, zack. Einer greift an, der andere macht Heilung. Und damit haben wir auch kaum noch etwas Mana, aber das war's auch schon gewesen. 1000 Crit, nice! Ich denke, das sagt etwas über uns aus. Prickelndes Wasser, kühle Brise, warmer Sonnenschein. Hier kämpfen wir im Inneren des Dungeons. Ich bin mir nicht sicher, ob es Schicksal oder einfach nur Pech ist. Aber ich habe da eine Idee. Diesmal eine echte. Keine Witze, Fallen oder Tricks. Die perfekte Lösung. Du kannst dich in der nächsten Dimension bei mir bedanken. Und wie Gold kriegen wir? 10.000, 100.000, 5 Milliarden? Wer weiß das schon? Was werdet ihr mir geben? 10.000, na okay. 10.000 Gold und wir haben ordentlich Items gefunden, die wir jetzt alle wieder resetten. Das ist sogar schon Level 7, ne? Wir haben Goldsterne. Nicht schlecht. Leider werden wir alle Items wieder verlieren, was sehr, sehr bedauerlich ist. 32 mal Speck, 44 Seide. Ja, okay, was haben wir denn da? Sternenstaub. Okay, let's go. Das war's mit der nächsten Dimension gewesen, meine lieben Freunde. Neuen Gegenstände zur Herstellung verfügbar. Essenz. 15 was? 15 Obsidian. 100 Schaden. 15% Getreffwahrscheinlichkeit plus 15% Damage. Plus eine Essenz, wenn ein Gegner mit Essenz getötet wird. Besitzt Edelsteinsocken nur durch Herstellung möglich. Wow. Oh. Ich will diese Waffe haben. Aber für euch Obsidian. Das kriege ich wahrscheinlich erst ab der 900. Das ist echt eine böse Waffe. So, ansonsten ist hier nichts von Relevanz, weil... Nee. Heftig. Ultra heftig. Gut, bevor wir... Was haben wir? Arena? Nee, kann ich noch nicht. Wir haben 4 Millionen Gold. Leider kann ich damit noch nicht viel machen. Tatsächlich. Wir können die Schenke anpassen, aber wir haben eigentlich alles Relevante gekauft. Das passt schon. Nee, ich brauche das nicht. Das heißt, für das Gold kann ich mir, wenn ich hier sonst nichts mehr machen kann, entweder ein paar neue Haustiere kaufen oder Essenzen, weil ich wahrscheinlich Essenzen kaufen werde. Ich guck mal ganz kurz, was das Haustier, welches Level es hat. Es hat Level 7. Das ist gleich Level Maximum. Und dann können wir uns das nächste Haustier holen, aber dann habe ich bestimmt beim nächsten Mal schon wieder genug Geld zusammen. Ich quatsch das mit dem hier. Hallo? Oh ja, hey, hi, ja, ich bin ein Zauberer. Portage den Wappen klingt nach einer Menge Arbeit. Es ist Mittagsschlafzeit. Und du wirst daraus jetzt ein Ding machen, oder? Ich werde sehen, was ich tun kann, aber mein Gesicht trifft in etwa 5 Sekunden auf das Kissen. Na los, jetzt. Okay. Ah, das war ein heftiger Gegner gewesen, muss man sagen. Wir kriegen 585 Essenzen. Dafür können wir noch alles einschmelzen. Nehmen wir nochmal 2 Essenzen dazu. Die verlieren wir sowieso, die Items. Also egal. Let's go. 782 Essenzen. Portal betreten. Yay. Let's go. Was gibt es jetzt für ein tolles Relikt? Wahrscheinlich nur die beiden, die nur noch übrig waren. Hehehehe. Jemand anderes erwartet? Das ist schade, denn ich habe ach so geduldig auf dich gewartet. Oder besser gesagt, ein Begleiter von dir. Aber wo der eine hingeht, scheint der andere zu folgen. Wir hatten bereits das Vergnügen, aber das hast du bereits wieder vergessen. Macht nichts, du wirst es bald verstehen. Alter, gib mal meine Relikte. Ey! Doch da.
Plus 0,2 Essenz pro Dingensen finden. Macht uns mal auf 3% Essenzen. Der Rest ist zu teuer. Das war's auch, glaube ich, mit allen. Ne? Kann das sein? Wir haben... Ach, komm schon. Tut mir leid, meine Freunde. Dieses Schicksal hätte ich niemandem gewünscht. Danke, dank des dunkelsten Herren scheint ihr in unserer Ödland-Dimension gelandet zu sein. Der Dunkle hat eine Verschwörung totaler und unaufhaltsamer Multiversen-Zerstörung geplant. Vorerst ist er hier geblieben, um seine Macht zu vergrößern und zu sammeln. Aber ich hätte befürchtet, aber ich befürchte, dass er bald über diese Dimension hinausgehen und seine Korruption überall dort verbreiten könnte, wo er es für richtig hält. Ich weiß nicht, ob man viel dagegen unternehmen kann. Er ist einfach zu gewaltig. Haben wir jetzt noch Briefe? Kannst du zur Party in Sechserpack bringen? Ich hab das ehrlich gesagt noch nie probiert. Null Toleranzbriefgesetz. Es darf keine, wie auch immer geartete schriftliche Korrespondenz zwischen Lebewesen in diesem Land geben. Verstöße werden mit der Todesstrafe geahndet. Die haben noch eine Mission erledigt. 50 freundliche Geister gekillt. Easy. Nee, vergiss es. Und ein Kronkorken, das ist mir ziemlich stulle. Also wie das aussieht hier. Eieiei, so, ich wollte eigentlich nämlich hier hin. Wir haben 14 von 25 Relikte. Wir kriegen 6 oder 7 durch die Klassen. Na, haben wir noch nicht alles. Gut, das heißt, wir haben 584 Essenzen und ich habe irgendwie Lust dazu, meine physische Angriffserhöhung zu verbessern. Let's go. Nochmal 1,2% mehr Schaden dazu. Bin ich froh, euch zu sehen. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass das passieren würde. Du bist es wirklich, oder? Ich kann nicht glauben, das ist auch egal. Sagen wir einfach, du erinnerst mich an meinen alten Freund, an den ich schon lange Zeit nicht mehr gesehen habe. Ich weiß nicht wie oder warum, aber meine Augen blicken heute eine Schenke, die einmal mehr voller fähiger Kämpfer ist. Ich denke, einige Fragen bleiben besser unbeantwortet. Also vielen Dank, Freunde, für jede Hilfe, die ihr leisten könnt. Oh, und achte nicht auf den Zauberer, er verhält sich zurzeit etwas melodramatisch. Es ist wahr, unsere Chancen sehen nicht gut aus, aber was bleibt uns übrig? So sieht es aus, meine lieben Freunde. Bauen die Krankenschwester, Mystiker, Diebin, Jägerin, das war's auch nämlich. Ne, Dunkelmagier brauchen wir noch, okay, für später. Jägerin, kommt die Diebin, Mystikerin, mache ich zwei Mystikerin stattdessen rein, das ist okay. Und zwei Krankenschwestern, wunderbar, leider haben wir keine Items, was ich sehr bedauerlich finde. Wir können zwar ein Eisenschwert herstellen, können wir nicht, weil wir die Ressourcen nicht haben. Können wir Silberbahn herstellen, können wir nicht, weil wir nichts haben. Oder ist das ein Eisenbahn gewesen? Ah ja. Würde ich sagen, stellen wir mal die Eisenbahn. Ich habe nämlich 50 Stück davon, das passt schon. Ups. Was? Eisenschild genauso. Wir machen 5 Eisenschwerter. Oh, wir brauchen tatsächlich. Wir brauchen sogar 6. So, das war schon alles richtig gewesen. Plus Eisenschilde. Alter, diese Geräusche oder die Geräuschkulisse ist ja übel. Ach, schon wieder zu viel. Lederrüstung, nehmen wir mit. 6 Mal insgesamt. Einen Rückenschutz. Nee, das ist zu teuer. Drachenschuppe Eisenring. Brauchen wir wirklich Eisen mal. Eisenbarren wieder. Oder ich genug Eisen habe. Wie habe ich denn eigentlich da? 8 noch im Besitz, okay. Eisenring. So viel. Und die werden wir jetzt erstmal ausstatten. Die Charaktere hätten wir natürlich alles vorher machen können sollen. Aber nun gut. Ja, auch noch den Eisenring. Kann man sogar zweimal einsetzen. Sehr gut. Muss ich entsprechend dann noch ein bisschen... Kann man nicht automatisch ausrüsten? Geht das? Geht leider nicht. Das ist bedauerlich. Aber gut, kurz raufklicken. Das passt schon. Aber es wäre natürlich cool, wenn es so eine Funktion geben würde, ne? Einfach alles ausstatten, was geht. War da auf jeden Fall schon mal einen ordentlichen Power-Spike gleich am Anfang. Im Vergleich zu nichts. Das ist schon ganz gut. So, er kriegt nämlich noch das Eisenschwert, den Eisenschild und die Lederrüstung, die bleibt. Gut, da haben wir auf jeden Fall ordentlich Power. Power schon mal drin. Party-Boni, 26% Gold, 5 plus 6 Gegenstände, 5 plus 1% Chance auf Finden von Dungeon-Schlüsseln, plus 1 erhöhter Charakter-Meister-Erfahrung und so weiter. So, ja, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt leider diesen Dungeon wieder komplett von vorne machen. Ab in die Grotten. Und wir werden damit sicherlich bis Level 300 oder so kommen. 119 Schaden, easy going.
Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in Runde 1000 wahrscheinlich wieder, wo der nächste Gegner sein wird. Und ich bin gespannt, was er so zu bieten hat, meine lieben Freunde. Wir sehen uns bis dahin bei Soda Dungeon 2. Ciao!